Ja, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Wir machen heute bereits unsere fünfte Episode zum Thema Online-Lehre, virtuelle Lehre und unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, die wir hier in den Videos mit euch teilen wollen. Und heute haben wir uns dazu entschieden, dass es um das Thema Online-Kollaboration geht, sowohl in den Sitzungen als auch außerhalb der Sitzung, aber primär in den Sitzungen, denn wir wollen heute das Thema Whiteboards im weitesten Sinne besprechen. Und wir wollen heute vor allen Dingen ein Tool besprechen, nämlich Miro, was aus unserer Sicht vielversprechend ist für dieses Szenario. Und es gibt verschiedene Use Cases, in denen man das einsetzen kann. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe es jetzt noch nicht selber eingesetzt. Ich war als Teilnehmer in verschiedenen Sitzungen, in denen das verwendet wurde. Aber als Dozent habe ich jetzt selber noch keine didaktische Erfahrung damit. Ich glaube, Jan, dir geht es da ähnlich. Und Ja. Carsten ist hier unser Experte, der hat nämlich schon tatsächlich auch Erfahrung in der eigenen Lehre damit gemacht. Und ja, ich denke, dann kann Carsten uns heute vielleicht ein paar Dinge dazu erzählen, was er da so für Erfahrungen gemacht hat, was er damit macht. Und ja, wir können vielleicht darüber sprechen, was unsere Ideen sind, wie wir das einsetzen wollen. Und sicherlich werden wir das Tool auch gleich mal zeigen. Wunderbar, mache ich doch gerne. Ja, auch von mir hallo. Ja, ich würde es gleich einfach ganz praktisch an einem Beispiel machen, so wie ich es jetzt wirklich aktuell in der Lehrveranstaltung einsetzen möchte. Kann aber vielleicht erstmal ganz kurz nochmal so ein bisschen was drumherum erzählen zu Miro. Ich würde einfach mal meinen Bildschirm freigeben. Genau, Sieht man das gib jetzt? uns doch mal so einen kleinen Abriss. Was ist Miro überhaupt? So, genau. Miro gehört zur Klasse der, sage ich mal, Kollaborationstools mit so typischen Whiteboard-Funktionalitäten. Und wir hatten ja in dieser Kategorie auch schon mal das Padlet besprochen. Wir hatten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das auch schon mal besprochen hatten, so diese einfachen Editor-basierten Systeme wie Etherpad, wo du einfach nur kollaborativ Texte erfassen kannst. Andere Systeme im größeren Rahmen, sowas wie Confluence, was wir auch in der Hochschule einsetzen, aber jetzt hier noch nicht besprochen haben. Ja, und das ist hier, ja, man kennt das vielleicht, der eine oder andere Lehrende, der sagt, okay, ich möchte mit meinen Studierenden jetzt mal gemeinsam auf einfach einer weißen Wand irgendwas entwickeln. Ja, da kann man jetzt unter anderem natürlich auch die Whiteboard-Funktionalität von Zoom nutzen. Ja, und aber dieses Miro als Tool ist da doch sehr viel mächtiger, weil es halt eine ganze Reihe von zusätzlichen Features bietet. Es gibt weitere Tools in dieser Richtung. Ja, OneNote wäre so in Richtung auch Notizen von Microsoft so ein Tool, wo ich auch sehr gut kollaborativ arbeiten kann. Und bei dem Miro ist es so, ist halt auch webbasiert. Ich habe jetzt hier bei mir installiert, es gibt halt auch einen Desktop-Client, den ich mir dann runterladen kann. Und die Idee ist, dass vielleicht ganz drumherum, als Lehrende können wir bei Miro einen freien Edu-Account, kann man sich dafür registrieren, sodass man die Möglichkeit hat, ein Team mit bis zu 100 Personen zu nutzen. Und innerhalb dieses Teams kann man dann sagen wir so, über mehrere Hierarchiestufen, ich kann Projekte definieren, das sieht man hier bei mir. Ich habe einmal so ein Testprojekt, Crash-Test-Dummy, dann habe ich im Kontext einer Lehrveranstaltung, Hochschulwissenschaftsmanagement, Digitalisierung, da habe ich es eingesetzt, habe ich ein Projekt definiert, IT-Infrastruktur. Und was ich jetzt hier gerade zu sehen ist, ist im Kontext meiner Veranstaltung theoretische Informatik, wo ich auch ein Projekt definiert habe. Und innerhalb eines Projektes kann ich dann im Prinzip beliebig viele Boards generieren. Und wir gucken jetzt einfach mal in so ein Board rein, um mal so ein bisschen zu sehen, was man da machen kann. Das ist so ein Board, was ich jetzt im Kontext letztendlich einer Veranstaltung, einer synchronen Lehrveranstaltung, wo ich mit mehreren Kleingruppen arbeiten werde. Und hier habe ich quasi vorbereitet eine Übungsaufgabe, die dann in einem Team von ja, 2 bis 3 Personen bearbeitet werden sollen. Und das ist hier so das Look and Feel von Miro. Ich habe im Prinzip eine ganz große Fläche und eines der wichtigsten Features ist schon mal so dieser Bereich hier unten rechts. Das ist sozusagen die Navigation. Ich habe jetzt hier ein und dieselbe Vorlage mehrfach vorbereitet. Wenn ich hier einfach mal so runter navigiere, das ist sozusagen eine schnelle Navigation. Ja, man sieht das hier im Detail. Team 3, das ist dann der Arbeitsbereich für Team 5, hier hinten für Team 6 und so weiter. Ich kann das auch ganz einfach hier mit der Maus entsprechend zoomen, hin und her schieben, beliebig groß im Prinzip skalieren. Ja, und der Ansatz wäre, dass dann jedes Team
was dann im Kontext der Lehrveranstaltung zusammenarbeitet, macht sich sozusagen seinen Arbeitsbereich, beispielsweise Team 1. Ja, das wäre sozusagen dann, wenn ich in Zoom so mehrere Breakout-Sessions einrichte, da wäre das sozusagen der erste Breakout-Room. Das ist die Arbeitsfläche für dieses eine Team. Was ich hier vorbereitet habe, ist quasi eine Vorlage, passend zu einer Übungsaufgabe, die ich formuliert habe, wo dann dieses Team, bestehend aus, ja, wie gesagt, 2 bis 3 Studierenden, dann quasi das hier als wie so eine Schablone nutzt, um dann die dahinterstehende Frage zu beantworten. Ich habe hier von der Navigation her, hier oben sehe ich halt, wenn ich jetzt mehrere Boards parallel aufhabe, ich habe hier im Prinzip so eine, das ist die wichtigste Menüleiste, wenn ich jetzt direkt in diesem Board arbeiten möchte, ich kann Rahmen definieren, das ist ganz wichtig, wenn ich später das Ergebnis auch exportieren möchte, beispielsweise als PDF-Dokument, dann kann ich immer im Prinzip einzelne Rahmenframes exportieren. Das heißt, alles, was ich hier jetzt beispielsweise im Rahmen des Teams 1 mache, muss ich in so ein Frame einbetten und dann kann ich das auch später beim Export als Arbeitsergebnis exportieren. Das finde ich irgendwie schon mal ganz schön. Ich kann auch hier direkt Bildschirm teilen, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil wir das jetzt hier in Zoom typischerweise machen. Ich kann in diesem Board herumzeichnen, ich habe einen Stift für Freitextanmerkungen, kann ich irgendwie malen. Ich kann sowas wie Post-its definieren, ja, dann sage ich so, jetzt hänge ich mal ein Post-it an, da kann ich dann entsprechend reinschreiben, das kann ich natürlich dann auch entsprechend skalieren. Und das können jetzt alle Leute gleichzeitig machen. Ja, wir haben beispielsweise schon mal 2 Gäste hier, einen Guest Builder, einen Guest Researcher, die jetzt, während ich hier spreche, schon fleißig da am Arbeiten sind. Das ist so ein bisschen der Unterschied, wenn ich jetzt mit Leuten aus meinem Team zusammenarbeite, die entsprechenden Personen auch hier registriert sind, dann sehe ich da auch den Klartextnamen. Ja, also ich habe jetzt die Möglichkeit, beispielsweise dieses Miro-Board zu teilen. Da gehe ich hier oben auf das Share. Da kann ich dann sagen, möchte ich das innerhalb meines Teams sharen oder kann ich sozusagen einen Link generieren, den dann jeder nutzen kann, um, ich kann dann jeweils festlegen, kann das nur betrachtet werden, kann das kommentiert werden, kann das editiert werden. Meine Zuhörer, die hören mir gar nicht richtig zu, die malen hier schon fleißig rum im Miro-Board. Ja, also man sieht, das ist hochgradig interaktiv. Also ich kann festlegen, wer denn welche Rechte hat und wir haben es jetzt hier so gemacht. Ich habe jetzt hier natürlich Nikolas und Jan-Henrik, habe ich natürlich den Link vorher zugeteilt, habe ihnen das Recht gegeben, dass sie da editieren können und darum sind sie ja schon fleißig da mal. Genau, ich habe gerade gesehen, also vielleicht zu dieser Teilenfunktion grundsätzlich, wie man jetzt Studierenden reinkriegt, also man kann diesen anonymen Link dann einfach mit den Studierenden teilen und die können dann... Genau. Anonym teilnehmen, das ist natürlich wahrscheinlich für die meisten Szenarien schon sehr gut, weil meistens genau. Muss man ja bei so einer Gruppenarbeit nicht wissen, von wem jetzt genau was kommt, sondern man muss nur den Leuten dann irgendwie über Zoom sagen, in welchem Team sie sind und dann geht man davon aus, dass sie da schon... Also ich würde es jetzt hier so einrichten, wir können ja mittlerweile bei den Breakout-Rooms in Zoom, können die sich ja auch selbst in Räumen zuordnen, ist ja neu jetzt in der neuesten Version und ich würde dann aber sagen, so, ich richte jetzt 8 Teams ein, ja, und sucht euch bitte euren passenden Platz hier sozusagen auf diesem ganz großen Whiteboard. Das mache ich hier sozusagen mit dieser großen Navigation. Ja, hier ist sozusagen der Arbeitsbereich für Team 8. Hier oben war es für Team 1. Ja, und ja, genau, was du gerade sagtest, wenn ich diesen Link teile, dann sind die Nutzer auf der einen Seite da nicht personalisiert. Ja, darum hier Guest Builder und ich weiß jetzt nicht, wie der andere heißt, auch irgendwie Guest. Und das geht sozusagen nicht von meinem Kontingent ab. Ja, als Educational User habe ich halt eine Teamgröße von 100 Personen. Ja, und wenn ich die sozusagen alle weg habe, und das ist, wenn ich jetzt mehrere Lehrveranstaltungen mache, natürlich schnell der Fall, ja, komme ich damit auch nicht so weit mit diesen 100 Nutzern. Aber hier bin ich jetzt erstmal nicht eingeschränkt, da können jetzt halt dann beliebig viele Teilnehmende dann darauf zugreifen. Mhm. Ich habe halt verschiedene... Ja, Entschuldigung? Vielleicht also ganz kurz nochmal zu dem Thema, weil es, glaube ich, für viele ganz spannend ist, wie man das jetzt nutzen kann. Also selbst wenn ich jetzt die Leute alle, sagen wir mal, ich hätte genug Seats, 100 reicht, sagtest du ja eben schon, wir müssen die alle einladen. Ne? Das ist ja auch eine Aufgabe, die man jetzt nicht unbedingt bei 50 Teilnehmern machen möchte. Das heißt, wahrscheinlich ist der anonyme Weg sowieso der beste. Aber man braucht dafür auch erstmal die akademische Version. Und um dahin zu kommen, ich habe das jetzt auch durchlaufen, muss man sich ja einmal über dieses Formular registrieren. Und da können wir vielleicht den Link unter das Video packen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur ein bisschen die Metadaten ausfüllen, Name, Hochschule und die E-Mail-Adresse der Hochschule nutzen. Und dann macht man noch ein Foto. Jetzt die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Danke auch für die Hilfe, Jan. Du hast mir das ja gesagt. Also ein Foto der
der Webseite, die man auf der Hochschule hat, ist das eine, was man abgeben muss. Und das zweite ist, das hat jetzt funktioniert, einfach ein Foto der Campus-Card, also meines Ausweises. So. Und dann ist das zweite, da steht irgendwas von Certification, bla bla bla, irgendwas nach Paragraph X in den USA, was, glaube ich, in Deutschland nicht so wirklich gültig ist. Aber das geht scheinbar dann mit der Campus-Card. Also für alle, die jetzt von der Hochschule bei uns das machen wollen, wäre das der Weg, der auf jeden Fall funktioniert. Also ein zweiter Weg ist, man kann den Link zur Satzung der Hochschule auch hochladen. Das hat auch funktioniert, haben mir Kollegen berichtet. Ah, okay. Und dann war es auch erfreulicherweise so, dass es bei mir einen Tag gedauert hat. Also es ging wirklich ruckzuck. Ich glaube, Sie sagen so, es dauert bis zu ein paar Business Days. Aber es ging wirklich sehr schnell. Und dann konnte ich das auch direkt einsetzen. So, und jetzt muss man sich halt überlegen, wenn ich das im Kontext einer Lehrveranstaltung einsetze, muss man sich natürlich Gedanken machen, sowas muss ich ja hier vorbereiten. Ja, ich habe jetzt dieses Board hier vorbereitet. Wenn ich das einmal gemacht habe, ich gehe jetzt mal wieder auf etwas, was leer ist. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen zu der Navigation? Gibt es so Kameraperspektiven, die man definieren kann, die man mit Shortcuts oder so hinterlegen kann? Also, dass du jetzt praktisch mit einem Key zu Team X springen kannst oder so? Nee, das habe ich rausgefunden. Das geht? Du kannst auf die Frames gehen, das zweite Symbol von unten auf der linken Seite. Ach so, ja, okay, das stimmt hier. Und da sind die ganzen definiert und dann kannst du da schnell hinspringen. Ah ja, wunderbar. Also wie in PowerPoint-Slides, Outline und dann klickst du drauf, kommst dahin. Das ist cool. Naja, das meinte ich, sowas. Ja. Dann kann man den ja auch, die haben ja auch Namen, genau. Ja, alles klar. Genau, ich habe sie so genannt. Genau, aber das muss natürlich vorbereitet werden. Und ich hatte das, als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich, glaube ich, vier Gruppen und dann habe ich wirklich vier Boards angelegt. So, das heißt, ich habe vier Boards, die muss ich einmal anlegen. Das geht zwar relativ schnell, ich muss aber vier Links teilen, muss das passend zuordnen. Ist natürlich echt lästig. Nun, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe sozusagen für meine jetzt in diesem Fall acht Teams, habe ich gesagt, ich mache das alles auf einem Board. Und sie können natürlich dann abgucken. Ja, man kann natürlich auch da mal schnell zu einem Bereich navigieren, der eigentlich nicht meinem Team zugehörig ist. Ja, aber da habe ich gesagt, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Es erspart mir aber die Arbeit des Handlings dieser mehrfachen Links. Ja, so habe ich einen einzigen Link, den ich dann quasi in der Lehrveranstaltung verteile und dann sage, so, jetzt schieß mal los hier, macht mal. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das echte Pendant in der echten Welt hat das ja auch. Ne? Da haben wir vier Whiteboards im Raum stehen, da kann man ja auch abgucken. Das ist genau. Vielleicht sogar gar nicht so schlecht, sich inspirieren zu lassen. Genau, und dann gibt es halt hier sowas, einzelne Bedienelemente oder, sag ich mal, Elemente, die ich auf das Board draufpacken kann, ob das Text ist, ob das so eine Sticky Note ist, ja, so eine Haftnotiz, ob das ein Shape ist, dass ich sage, ich kann jetzt hier mal ein Kästchen hinmachen oder ich mache da irgendwie eine Raute oder sonst was hin oder ein Pfeil. Ja, ich gehe jetzt mir so auf den Pfeil und dann habe ich halt hier entsprechend einen Pfeil. Ne? Ich kann Freitext markieren. Das ist sozusagen der Bereich, wie ich mich dann kreativ inhaltlich auf diesem Board auslassen kann. Mhm. Was aber auch ganz schön ist, sind dann so diese Features, die ich hier unten in dieser Menüleiste habe. Ja, ich kann einmal natürlich kommentieren. Ich kann also irgendwie Kommentare sagen, wenn ich jetzt über dieses Board diskutieren will. Und dann hat man ja eben auch schon mal ganz kurz andiskutiert, ist das eigentlich jetzt für die Veranstaltung, für die synchrone Veranstaltung, oder kann ich beispielsweise dann auch über dieses Board im Nachgang nochmal diskutieren, ja, oder nachbearbeiten lassen. Das kann man natürlich ganz gut über so eine Kommentarleiste machen. Da könnte ich dann auch explizit Leute adressieren, ja, wenn ich jetzt hier die nicht-anonymen User habe, hier durch klassischerweise mit der Adressierung per Ad, wie man das aus anderen Applikationen auch kennt. Ich kann auch, das finde ich auch ganz schön, wenn wir jetzt sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal irgendwie eine Abstimmung machen. Wir haben jetzt hier verschiedene Elemente entwickelt, wir möchten gerne mal abstimmen. Dann kann ich so ein Voting durchführen. Dann kann ich sagen, welche Elemente möchte ich denn voten lassen? Ja, das zeige ich euch einfach mal. Ich sage jetzt, wir haben jetzt irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten Zeit. Jeder kann maximal 10 Stimmen abgeben. Ich sage, ich starte jetzt. Und dann erscheinen sozusagen alle Elemente, die ich hier habe, erscheinen dann hier mit diesem Plus-Symbol und kann ich sagen, das finde ich aber toll. Ja, dem gebe ich jetzt meine Stimme. Und hier kann ich jetzt auch eine Stimme geben. Ja? Cool. Das finde ich irgendwie ganz hübsch. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen gemeinsam etwas erarbeitet habe, kann ich dann quasi in einem zweiten Schritt sagen, jawohl, jetzt stimmen wir nochmal irgendwie ab. Ja, finde ich ein ganz hübsches Feature. Ende ich jetzt mal hier. Oder ich kann auch einen Timer setzen, dass ich sage, so, wir haben jetzt, finde ich ganz schön, dass man sieht, okay, wie lange habe ich denn eigentlich auch Zeit, um jetzt kollaborativ zu arbeiten? Ja, und dann starte ich das Ding und sage, jetzt haben wir noch 14 Minuten 58 Zeit. Ja, das müsstet ihr jetzt eigentlich auch sehen. Mhm, ja.
Ne? Und dann sieht man auch eigentlich immer diese Uhr da irgendwie schön ticken. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Was ganz schön ist, da muss man sich mal so ein bisschen durchklicken. Es gibt halt auch eine ganze Reihe von Apps, die man sozusagen integrieren kann. Und ich meine, dieses Voting, das war eine der Apps, die ich integriert habe. Was, wenn man in so einem Entwicklungskontext ist, oder fangen wir mal mit etwas Einfachem an, ich kann jetzt hier beispielsweise auch so Emojis verwenden. Ja, dann kann ich sagen, es ist auch irgendwie ein Zusatz, den ich da habe. Naja, jetzt hätte ich gerne mal irgendwie hier so ein Ding untersetzt. Aber das gefällt mir jetzt aber irgendwie gar nicht, um da irgendwie so eine Stimmung zu kommunizieren. Sowas wie Planning Poker. Können wir mal spielen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, wenn ich Scrum, Prinzip, ne? Ja, genau. Ja. Ich arbeite in einem verteilten Team und wir möchten jetzt mal Aufwände schätzen. Ja, und dann machst du das ja bei dem Planning-Poker so in der Regel, dass du jetzt nicht irgendwie so eine Größenordnung mit festen Einheiten hast, sondern so sagst, okay, da ist etwas irgendwie schwer, da ist irgendwie was doppelt so schwer. Das ist dann typischerweise so eine Fibonacci-Zahlenfolge. Das hat sich da irgendwie bewährt. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, naja, diese Grafik, die ich da jetzt gemalt habe, die steht für einen bestimmten Aufwand. Und dann könnten wir jetzt dieses Planning-Poker spielen. Jeder von uns, ich weiß nicht, seht ihr das jetzt auch, wenn ich das installiert habe? Ich habe das gerade aufgemacht. Ja, jeder von uns könnte jetzt eine Karte legen. Er klickt mal auf irgendeine Karte drauf. Moment, glaubt, also das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe es bei dir im Screensharing. Ah, davon. Okay, dann weiß ich. Aber du musst... Wo hast du das gefunden? Vielleicht müssen wir einfach nur gucken. Bei den Apps unten. Ah, da ist ein, doch, da ist ein, da, das. Ah, du musst die autorisieren. Noch? Ja. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich bin, ach so, als Gast ist das, glaube ich, schwieriger. Jetzt muss ich mich anmelden, damit das funktioniert. Ah, okay, da ist das mit Anmeldung. Ja. Ja, bei mir auch. Okay, dann braucht das eine Anmeldung. Das kann ich jetzt nicht dann mit den Studierenden spielen. Auch wenn ich jetzt in einem Projektkontext bin, ist das ganz schön. Ja, dann würden wir jetzt drei gleichzeitig eine Karte legen. Ja, und auf Knopfdruck würden wir sie alle umdrehen. Also wenn ich eine Karte zuerst lege, werdet ihr nicht davon beeinflusst. Das ist ja der Gedanke dahinter. Mhm. Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Instrument. Und so bietet eigentlich Miro eine ganze Reihe von Applikationen. Das findet man dann hier oben unter Add More Apps. Die man dann sozusagen dazu installieren kann. Aber dieses Voting-Feature zum Beispiel, das musste ich jetzt nicht, also da musste ich nichts machen, das habe ich einfach so gesehen. Ja, das habe ich installiert auf diesem Board. Ja, das habe ich vorher gemacht. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das Planning Poker wird auch funktionieren. Okay, muss man einfach mal sich so ein bisschen angucken. Ich habe da auch noch nicht alles durchdrungen, ich kenne auch diese ganzen Apps nicht. Aber man sieht, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man da sozusagen anbinden kann. Ja, Slack haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Was ist denn Teams? Da ist auch Teams. Was kann man damit machen mit der Also ich kenne es jetzt nur auf den Weg, dass man das Miro-Board direkt in Teams integrieren kann. Ja, dass man sozusagen, wenn ich da so ein Team habe, in Teams, Microsoft Teams, dass ich dann sozusagen über so eine Registerkarte in so einem Kanal dann direkt so ein Miro-Board verlinken kann, wie man das auch mit Padlet beispielsweise auch machen kann. Ja, oder mit einem OneNote-Dokument. Ja. Genau, und so kann ich jetzt, das wäre jetzt sozusagen meine Variante, ich zeige euch nochmal gerade die andere Variante, dafür gehe ich nochmal auf meine Boards. Das hatte ich in diesem anderen Kurs gemacht. Da hatte ich im Kontext einer Veranstaltung, Hochschulwissenschaftsmanagement, hatte ich mit den Studierenden einer bestimmten Frage erarbeitet. Und was ich ganz schön finde, ist so dieses Placemat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe so ein Team, ich zeige das mal. Mhm. Hier in diesem Fall haben wir mit vier Personen gearbeitet. Jeder hat erstmal so seinen Bereich für sich, denkt dann im Prinzip eine gewisse Zeit über eine bestimmte Fragestellung nach. Ja, und das macht man typischerweise mit so einem großen Flipchartbogen, wenn man das sozusagen in Präsenz macht. Da teilt man das Blatt entsprechend auf. Jeder hat so seinen eigenen Schreibbereich. Hier wäre es halt ein eigener Bereich, Person 1 bis Person 4. Ja, und dann, wenn jeder sozusagen die Sache für sich durchdacht hat, dann diskutiert man darüber und das Gruppenresultat wird in die Mitte geschrieben. Ja, haben wir hier so eine Vorlage, habe ich dafür verwendet. Und das ist sicherlich auch eine der Stärken von Miro, dass es halt eine ganze Reihe von Vorlagen gibt für, sag ich mal, unterschiedliche Anwendungsszenarien, wie ich halt jetzt kollaborieren möchte. Ja, ich habe hier eine bestehende Vorlage hierfür verwendet. Und das zeige ich einfach nochmal, indem ich nochmal ein neues Board erzeuge. Ich gehe mal hier in mein Projekt Crash Test Dummies rein. Das nenne ich jetzt mal Aufnahme
Miro, Create and Share. Da seht ihr zumindest jetzt hier. Und da wird mir jetzt erstmal sozusagen die Template Library vorgegeben. Ja? Und da müsste ich jetzt einfach dann für meinen Anwendungsfall mal durchgucken, was ist denn jetzt für mich vielleicht eine gute Vorlage? Ja, also das, was wir eben zuerst gesehen haben, diese Aufgabe, die habe ich halt gestern selbst erstellt. Aber es gibt halt auch eine ganze Reihe von Vorlagen, die ich halt jetzt nutzen kann. Ja, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte irgendwie hier so eine SWOT-Analyse machen, ja, dann finde ich hier im Prinzip so eine Vorlage, die meist natürlich in Englisch, kommt aus dem englischsprachigen Raum. Ja, und dann würde ich jetzt einfach sozusagen eine entsprechende Vorlage schon auf diesem Board haben. Und dann kann ich da im Prinzip direkt losarbeiten. Und das finde ich schon ganz schön, dass man guckt, okay, was sind denn jetzt irgendwie Vorlagen? Ich glaube, ich finde sie, ne, irgendwo finde ich sie auch. Ich weiß gar nicht, irgendwo sind die Vorlagen. Finde ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin gerade im anderen Tool. Irgendwo ja. Oben rechts hatte ich im Kopf, aber das ist jetzt hier, glaube ich, woanders. Ja, ja, ich hatte jetzt gar nicht, man kann die jetzt ja auch nochmal sehen. Unter den Punkten sind die, glaube ich. Also da, wo du auch die Plugins aufrufen kannst. Da, und da Templates habe ich bei mir. Aber das ist bei dir. Nein, ja, habe ich irgendwie nicht. Ja, dann müssen wir ihn da rausschneiden, bitte. Ja, also das ist, glaube ich, schon einer der Stärken, dass ich da einfach viele Vorlagen habe. Aber auch sich selbst so eine Vorlage zu erstellen, ist echt schnell gemacht, finde ich, wenn man so ein bisschen Händchen dafür hat, da gerade so ein paar Sachen zusammenzuklicken. Mhm. Ich gehe nochmal auf dieses ursprüngliche Board zurück. Also das habe ich mir irgendwie zusammengestellt. Ja, und dann habe ich halt sozusagen einfach per Copy-Paste, habe ich das halt vervielfacht auf... für 8 Teams, das ist dann eigentlich relativ schnell gemacht. Wo man vielleicht ein bisschen drauf achten sollte, ist, ich habe jetzt diese ganzen Elemente hier geschützt. Ja, vielleicht gehen wir nochmal auf das Ding hier. Ich habe jetzt die geschützt. Ihr dürftet jetzt beispielsweise diese ganzen Kästchen nicht verschieben können. Ihr könnt da wohl was Neues reinmalen. Ihr dürftet aber jetzt beispielsweise diese bunten Kästchen hier mit erreichbare Zustände, co-erreichbare Zustände, was auch immer das ist, dürftet ihr jetzt nicht verschieben können, weil ich die eigentlich entsprechend gelockt habe. Das sieht man hier oben. Mhm. Ja, die habe ich gelockt. Nicht, dass Studenten aus Versehen beispielsweise da auch dann meine Vorlage verändern. Ja. Es gibt, ich kenne das aus meinen Sitzungen, in denen ich teilgenommen habe, so ein Feature, dass der Moderator alle zu der einen Stelle holen kann. Das ist so ein, also hol alle hier hin, sodass alle das Gleiche sehen. Das fand ich auch ziemlich cool. Weißt du zufällig, ist das dieser Pfeil da oben, neben dem KM, neben unseren Logos? Ich glaube, der ist das. Nee, das ist nur, dass ich den Cursor sehe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich das mache. Das auf jeden Fall, das gibt es, das Feature. Und ich fand das echt super, weil dann klickt er einfach drauf, auf einmal sozusagen dahin, wo alle sind. Weil man verliert bei so großen Boards dann manchmal auch schon mal den Überblick, wo gerade die Musik spielt, gerade wenn man so interaktiv durchgeführt wird. Und irgendwie gab es eine Möglichkeit, vielleicht rechte Maustaste oder so mitten rein, ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall gibt es die vielleicht. Vielleicht, wenn du die Frames aufrufst, nochmal, wo man diese Übersicht sieht und dass man sagt, hier geht alle zu dem Frame mit rechter Maustaste oder so. Das kann auch sein. Nee. Gut, es gibt die Funktion, wir müssen nur noch mal gucken, wie es geht. Aber das fand ich echt cool. Sehr praktisch. Das stimmt. Ja. Genau, ich sehe hier dann beispielsweise auch eine Übersicht sozusagen der Aktivitäten, die irgendwie geladen sind. Und das, wenn ich natürlich jetzt sozusagen Named User habe, sehe ich dann natürlich auch entsprechend die Namen. Ja, wie ihr das jetzt hier seht, in der Kasmos hat jetzt gerade das Emoji gelöscht. Mhm. Ja. Also, ich finde es ein ganz hübsches Tool. Ich glaube, was man beachten muss, ist, dass man, wenn man das erstmalig einführt, dass man den Studierenden einfach auch ein bisschen Zeit gibt, sich darin zurechtzufinden. Das braucht es schon. Ne? Also die 10 Minuten würde ich immer mit einplanen, dass man da sagt, okay, für die erste Sitzung, wo ihr jetzt dann auf so einem Board arbeitet, gebe ich euch, sag mal, 5 bis 10 Minuten mehr, damit ihr euch überhaupt mal da zurechtfindet. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Aber dann, wenn man es regelmäßig einsetzt, ist das ja auch eine Sache, die sie dann können. Das ist ja dann eine einmalige Investition. Genau. Das ist eine einmalige Investition. Und da ich dieses Board hier morgen früh benötige, um 8 Uhr, mache ich mir eure Kommentare jetzt hier schön wieder raus. Also das geht auch. Kann ich auch schön machen. Ja, und wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt hier das Ding irgendwie exportieren, das müsste auch nicht funktionieren. Es gibt so eine Reset-Funktion, das wäre natürlich auch cool. So Save in einem bestimmten Zustand und dann nachher wieder dahin zurücksetzen, dass man also nicht alles manuell machen muss. Ja. Bestimmt, haben die sich bestimmt schon darüber nachgedacht. Ja, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Eventuell hier.
Genau, sicher ich mal hier. Das wollte ich gar nicht. Ja. Also ich finde, das ist sehr ansprechend und ich habe auch viele Szenarien im Kopf, wo ich das einsetzen kann. Also ich hatte jetzt gestern war es, hatte ich auch über Zoom in Breakout-Sessions so eine Übungsaufgabe, wo die Studierenden vorher einen Text gelesen haben, einen englischen, und ich habe dann in der Sitzung so 20 Minuten dafür reserviert, dass wir zusammen praktisch die wichtigsten Kernaussagen und eine kleine Zusammenfassung darüber zusammentragen. Und könnte man natürlich, ich habe das jetzt so gemacht, dass sie sich in Breakout-Sessions erstmal untereinander darüber unterhalten haben, was sind die, sollten sie aufschreiben, und dann haben sie sozusagen das nachher mit allen geteilt und ich habe das mitgeschrieben live. Das war natürlich so ein bisschen, dann lag dann bei mir und ich konnte nur halb zuhören, musste mal tippen. Hier würde ich das dann natürlich so machen, da könnten die direkt, wie du das hier auch gemacht hast, mit Sticky Notes oder irgendwie das einordnen in verschiedene Bereiche und selber die Sachen dann darauf packen. Also bei solchen Sachen, finde ich, kann man das, sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial. Und eigentlich überall da, wo man ja mit denen interaktiv irgendwie in der Sitzung was erarbeitet, ist ja so ein Miro-Board eigentlich, bietet sich da an, ne? Genau, finde ich auch. Also hier bei mir sollen sie morgen, das ist ein endlicher Automat, der dazu sehen ist als Grafik, sollen sie halt irgendwelche Fragen dazu beantworten. Ja, und also man muss sich immer schon Gedanken machen, was bereite ich vor, damit am Ende auch ein qualitativ gutes Ergebnis rauskommt. Ja, und hier habe ich jetzt sozusagen, ein zweites kann ich euch nochmal zeigen. Da wird eine bestimmte Aufgabe auch erwartet, oder das haben sie als Übungsaufgabe quasi. Jetzt habe ich hier sozusagen den Aufgabentext nochmal formuliert. Ja, und wie ich da vorgehe, habe ich quasi hier auch beschrieben. Ich habe es dann auch sozusagen in der Vorlage hier hinterlegt, was sie im Prinzip machen müssen. Mhm. Nur sozusagen für erstmalig so eine Aufgabe zu bearbeiten, müssen im Prinzip drei Automaten konstruieren, müssen sie zu einem zusammenführen, den dann nochmal mit einem bestimmten Algorithmus verändern, modifizieren, neuen Automaten daraus konstruieren. Und diese drei Schritte habe ich hier quasi hinterlegt, ja, um sie da einfach so ein bisschen durchzustrukturieren. Ich glaube, da muss man sich halt immer Gedanken machen. Was braucht es an Vorgabe und wie frei lasse ich das Ganze? Ne? Hängt sicherlich auch so ein bisschen vom Erfahrungskontext an der Studierenden ab. Ich denke mal, so Bachelor im Frühsemester brauchen halt mehr Anleitung, mehr Führung als jetzt irgendwie Master im kurz vor Abschluss. So. Wie ist das mit mobilen Devices, wenn jetzt ein Student nur ein iPhone dabei hat oder ein iPad? Funktioniert das auch? Es gibt jeweils native Clients für iPad und iPhone. Das funktioniert auch so. Ich habe jetzt, also für mich hier parallel, habe ich hier diese Miro-App mal installiert. Ich zeige das mal. Ach, sieht man natürlich nicht, weil ich jetzt hier meinen Bildschirmhintergrund da, kann ich aber nicht das mal ausschalten. Sieht man das? Ja, hier sieht man, da habe ich sozusagen diese Miro-App hier im iPad geladen, kann da im Prinzip genauso mitarbeiten. Ich habe irgendwo gelesen, das soll wohl nicht ganz so stabil laufen, habe ich auch jetzt noch keine Erfahrung dazu. Ich habe es nur in irgendeinem Forum gelesen. Okay, aber auf jeden Fall ist das keine Einschränkung für die Studierenden, wenn sie nicht am Laptop sitzen. Genau. Also ist auch für alle gängigen Betriebssysteme irgendwie verfügbar, zumindest Windows und OS X. Linux bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dann geht es halt immer noch im Browser. Ne? Browser geht. So klassisches Brainstorming kann man damit ja auch machen, eigentlich praktisch ohne Vorbereitung. Ne? Also wenn man das jetzt einfach mal so ganz spontan braucht. Ja klar, du kannst auch einfach mit einem nackten Board starten. Ja. Ne? Und dann sollen die da ihre Sticky Notes beispielsweise machen, keine Ahnung. Wenn du jetzt irgendwie an so einer Metaplanwand sonst arbeitest und machst Kartenabfragen, kannst du auch machen. Was auch ganz schön ist, finde ich, man kann auch die Sichtbarkeit der einzelnen Frames hier einschalten. Ich könnte jetzt teilweise sagen, ach mal, den Frame soll jetzt nicht mehr gesehen werden von den Teilnehmenden. Dass ich jetzt vielleicht vorbereite und dann auch schrittweise sozusagen irgendwie durchführe. Dann blendest du die später ein sozusagen. Ja. Genau, dann blende ich den später als Moderator ein. Also das ist auch wieder so ein Punkt, da muss man sich echt, das erfordert echt nochmal so eine zusätzliche Kompetenz, dass ich neben der ganzen Fachlichkeit, die wir hier irgendwie versuchen zu vermitteln, auch diese Online-Regie, die man da führen muss. Ne? Das ist echt nochmal, ich finde das echt eine große Herausforderung. Jetzt als Lehrperson. Ja, man muss ständig einen Überblick behalten, also so zwischen Zoom, Miro und dann Teams vielleicht noch hin und her switchen und gucken, wo gerade die Musik spielt, wo brauchen die Studierenden gerade die Hilfe, und ja, das stimmt. Kann man Boards kopieren? Ja, dann hätte man ja so eine Vorlage, ne? Wie du sagst, kann man sich einmal erstellen, und mache ich für die Sitzung eine Kopie und dann muss dann nicht wieder alles zurücksetzen und löscht das dann nachher wieder. Ja. Genau, sehr gut. Ja.
Was könnte denn jetzt einfach nur Interesse halber, wenn man jetzt eine professionelle Lizenz oder eine Campus-Lizenz hätte im Vergleich zur akademischen Version, was könnte man da mehr? Ist das einfach eine Frage der Teilnehmer? Also dann ist, glaube ich, einfach oder? Diese Anzahl, die Anzahl der Teilnehmer in deinem Team ist dann eine andere. Mhm. Genau, wir hatten ja, gestern hatte ich ein Gespräch mit Miro, das ist also für uns nicht bezahlbar, was sie da haben wollen, für jetzt irgendwie so eine campusweite Lizenz. Und dann hätte ich einfach im Prinzip diese Beschränkungen wären dann nicht so. Aber ich finde dieses Angebot da mit den 100 Seats in meinem sozusagen Edu-Plan, mein Team heißt halt Edu-Team KM, finde ich schon großartig. Ja, ich würde jetzt diese Seats da in diesem meinem Team, würde ich halt jetzt an Mitarbeitende beispielsweise vergeben. Mhm. Studierende würde ich jetzt im Lehrkontext immer mit dieser anonymen Variante arbeiten. Ja, ich denke, aber das sonst wäre mir das mit von dem Teilnehmer-Handling wäre man halt irgendwie sonst zu aufwendig. Ja. Und du kannst ja aber auch die Lizenzen wieder entziehen, hast du gesagt. Ne? Also von den 100 kannst du das frei verteilen und hast die einfach als zur Verfügung. Genau, ne? Ich habe jetzt hier sozusagen, das wäre jetzt so die Verwaltung des Teams. Ich zeige euch jetzt nicht, wer alles bei mir im Team ist. Also muss ich das rausschneiden? Genau. Ja. Ja. Lieber nicht. Aber da könnte man dann so Verwaltung machen, dass man bestimmte Leute rein oder wieder rausschmeißt. Ja. Genau, genau. Ja, also ich finde ein tolles Tool, ich finde das Angebot auch großartig. Ich habe jetzt noch keine Performance-Engpässe gesehen. Die Gruppe, mit der ich das gemacht habe, war jetzt auch überschaubar. Bin mal gespannt, wenn ich es jetzt weiter in einer anderen Veranstaltung, wo ich einfach mehr Teilnehmende habe, wie sich das dann da verhält. Schauen wir mal. Insbesondere auch, wenn auch viele Leute auf einem einzelnen Board arbeiten. Bin ich gespannt, habe ich noch keine guten Erfahrungswerte zu. Hast du keine oder keine guten? Keine. Gar keine, Entschuldigung, das war ein überflüssiges Füllwort. Ja, wie du schon sagst, mit mehreren Teilnehmern und mit komplexeren Geschichten, die man da abbildet, erfordert das immer mehr Kunst von uns, sozusagen diese Regie zu führen. Und ich war, also die Sitzung, die ich gemacht hatte, das war mit einer professionellen wirtschaftlichen Firma, also eine Agentur. Mhm. Und die hatten immer eine Person dabei, die nur für die Regie zuständig war, also Technik und Regie im Hintergrund gemacht hat. Nichts anderes für Fragen, wenn jemand nicht weiterkam und geguckt hat, dass alles lief. Und da konnten sich die Moderatoren, also die, in dem Fall wären das dann wir, die Dozenten, dann wirklich auf die Inhalte konzentrieren. Und das ist natürlich bei uns so, dass wir ja beides dann machen müssen. Also es kann schon echt, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal macht, kann ich mir auch gut vorstellen, erstmal ein bisschen Gewöhnungszeit brauchen. Genau. Das ist definitiv so. Und man darf halt einfach auch nicht verzweifelt sein, wenn man irgendwas nicht sofort funktioniert. Wie wir das, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt haben. Ja. Ist zumindest immer die Maxime, mit der ich versuche ranzugehen. Ja, das finde ich super. Also es gehen ja vor allen Dingen alle Methoden, die an einem normalen Whiteboard auch funktionieren. Also da ist allein diese Sticky Notes sind ja unendliche Möglichkeiten, was man mit denen machen kann. Mit verschiedenen Farben und so. Da gibt es ja viele, viele Methoden und die kann man ja alle eins zu eins umsetzen. Ja. Plus die digitale Ergebnissicherung inklusive, ne? Das ist natürlich. Genau. Jetzt habe ich auch den Button für die Templates gefunden, das ist der hier oben. Ja, genau. Und da muss man einfach mal durchschauen, was ist da für einen vielleicht passend. Finde ich irgendwie echt ganz großartig, muss ich sagen. Jan, du hast gesagt, du nutzt das jetzt auch bald oder morgen? Oder ja, was ist dein Szenario? Ich habe eine Medientechnik-Vorlesung und es geht da um allgemein um das Thema Internet und ich wollte das einmal als Brainstorming-Tool mal ausprobieren. Und versuchen, mal gucken, ob man den IP-Strom soll. Es geht darum, wie funktioniert es, wenn ich eine Webseite aufrufe, dann gibt es einen DNS-Server, dass man da diesen Verlauf, da habe ich eigentlich in einem anderen Programm, auch übrigens in OmniGraffle, was Carsten ja nutzt, was gezeichnet und ich werde das mal versuchen umzusetzen und dann was Interaktives draus zu machen. Also den Aufbau des TCP-IP-Stack. Genau. Ja, spannend. Spannend, ja. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ich hatte ja gestern Nachmittag auch so eine kleine Sitzung mit ein paar Kolleginnen, aber Erfahrungsaustausch. Ne? Man lernt immer dazu, finde ich. Das ist irgendwie wichtig. Dafür machen wir auch diese Videos. Kann man die Boards, wenn Carsten jetzt ein super Board hat oder ich, kann ich dir das zur Verfügung stellen? Also ich habe gesehen, man kann auch eigene Templates erstellen. Habe ich noch nicht gesehen, wie da genau der Prozess aussieht, aber würde ich jetzt fast mal vermuten. Ich hoffe, dass man diese Templates auch exportieren kann, um sie dann beispielsweise jemand anderem zur Verfügung zu stellen. Hausaufgabe, gucke ich mir mal an. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man da untereinander gleiche Use Cases hat und die da teilen kann oder Templates erstellen. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht.
wären jetzt so meine Anmerkungen zu Miro, die Sachen, die mir jetzt so einfallen. Ja, ich habe da auch noch nicht viel mehr, ich kann da nicht viel mehr beitragen, weil ich es noch nicht genutzt habe. Ich war jetzt nur Gast und ich muss sagen, es hat mich schon beeindruckt. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so viel bietet. Und ich glaube, es bietet auch noch im Detail noch mehr, aber würde das jetzt auch in den nächsten Wochen sicherlich mal ein- oder zweimal ausprobieren und bei Erfolg dann auch weiter einsetzen. Bin auf jeden Fall also heiß drauf. Ich sehe gerade hier, Saveboard as Template ist möglich. Gibt es hier in dem Export-Dialog, den Miro hier bietet. Und das dann auch jemand anders zu teilen oder ist es dann safe wirklich als lokale Datei, die man dann importieren kann? Oder ich kann das zumindest mal im Team teilen. Also ist das, das was ist wir vielleicht machen Schritt, müssten, ja. Dass wir uns dann gegenseitig sozusagen im Team vernetzen, dann geht es auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, ich denke, dann haben wir für heute doch einen ganz guten Überblick erstmal über Miro bekommen. Ich hoffe, alle anderen, die das jetzt schauen, sind dadurch auch inspiriert oder vielleicht kommen in die Versuchung, das mal auszuprobieren. Es gibt noch viele andere Tools, die in die ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, Miro war jetzt schon das mit den meisten Features und das, wenn ich das mal so von außen betrachte, eines der professionelleren Tools, ne, die auch wirklich viel bieten. Genau. Wir können aber sicherlich vielleicht in der zukünftigen Folge dann nochmal vielleicht ein anderes alternatives Tool auch anschauen, was vielleicht ein bisschen abgespeckter ist. Manche Leute sind ja auch eher abgeschreckt von den ganzen Features, die sowas bieten kann. Dann ist vielleicht eine einfache Variante besser. Hätte ich zumindest noch mal eine Empfehlung, habe ich mir auch gestern oder vorgestern ganz kurz angeguckt, von Google gibt es das mittlerweile auch. Ich weiß ja, du bist ja auch ein Freund der Google Suite. Jamboard heißt das da. J-I-M und dann Board. Okay. Ja, gibt es das auch mit weniger Features, aber eigentlich der gleiche Gedanke. Mhm. Ja. Ja, vielleicht haben wir das dann in der zukünftigen Episode auch mal in der Demo oder hier mit in der Besprechung drin. Ja, haben wir sonst noch Punkte? Sonst würde ich an der Stelle das Video schon zusammenfassen und beenden. Jan?